Hoi, Chummers und Chipperts, hier ist wieder euer Fuchs mit einer neuen Folge von Shadowrun Dragonfall. Und wir sind gerade unterwegs im Berlin, im erwachten Berlin des 21. Jahrhunderts im Shadowrun-Universum und sind hier in der Drogenkippe, um genau zu sein, im Kesselhaus, einem Hotel, wo wir Green Winters, einen mysteriösen Mann, untersuchen. Was heißt untersuchen? Wir suchen nach ihm, um ihm ein paar Fragen zu stellen zum Tod von Monika Schäfer. Das machen wir jetzt auch mal. So. Alles klar. Wir können unser Team ausrüsten. Dann nehmen wir Fox mit. Dietrich ist auch mit dabei. Eiger, die einen Fernkampf... Oh, die hat sogar... Alles klar, das ist interessant zu wissen. Die hat ein Scharfschützengewehr und ein eine Shotgun. Ja, und die hat ja ihre Handwaffen. Unsere Nahkämpferin. Wir sind eigentlich ganz gut aufgestellt. Insofern können wir mal gucken, wie es da weitergeht. Vielleicht, wenn wir uns doch noch ein bisschen mit Alga anfreunden können, könnten wir überlegen, ob wir in die Assault Rifle Schiene reingehen. Das heißt, in die Maschinengewehr Nummer. Gucken wir mal. Alles klar. Und confirm. Ja, alles klar, habe ich Karma anscheinend nicht gesehen. 5 Karma haben wir. Dann gucken wir mal gerade rein. Ja. Gut, also das würde ich sagen, nehmen wir auf jeden Fall mal mit hier. Den Aimed Shot, denn der ist tatsächlich ja nicht verkehrt zu haben. So, dann gucken wir mal gerade hierher. Das brauchen wir. Denn wir wollen ja gerne... Das nehmen wir auch direkt so. Denn wir wollen ja bald eine von diesen... Klasse B ehemaligen Lone Star Drohnen mitnehmen. Insofern brauchen wir 2 davon. Alles klar. So, cool. Den Kunden von Monika Winters. Und wir haben hier den guten Bouncer. Ja. Der ein Comicbuch liest. Das finde ich irgendwie ganz lustig. Okay. Alles klar. Also lieb sein oder Herrn Zapp treffen. Und Herr Zapp ist wahrscheinlich... Ja, ach, hier ist ja... Oh, hier. Heide Witzka. Hallöchen, Popöchen. Ja, warum nicht? So. Mhm. Das Hotel sei geschlossen. Das glaube ich ihm nicht. Na, blöffen wir mal. Okay. Wieso sind die Damen denn so angezogen und die... Naja. Naja, okay, wir sind an der Bar. Da können wir was untersuchen. Come party with me. Mhm. Ein Party Girl. Na, hier ist doch mal. Ja, das sind doch die Damen, die wir brauchen. Genau. Ah. Ja, wer weiß. Vielleicht lieber was Handfestes. Ach ja, sehr schön. Und eine schicke Ork-Braut. Ork-Braut. Warum nicht? Gucken wir mal. Alles klar. Ist das hier Herr Zapp? Könnte sein, ne? Sieht ein bisschen so aus. Alles klar. Ja, was ist, können wir mit dem... Wir grabbeln wieder alles an, Leute. Ja, das ist doch... Alles klar. Das ist doch relativ einfach. Gut. Ja, gucken wir mal.
Okay, das heißt wir... Okay. Okay, eine Drogenabhängige, die... Okay. Okay, also Drogen gegen Sex. Ja. Oh Mann. Manchmal frage ich mich, wie oft das tatsächlich passiert. Aber es ist ja interessant zu wissen, wobei ich würde gerne mal mit der Silke sprechen. Vielleicht, wir haben ja jetzt schon über unsere Fähigkeit Drone Control den Aufzug gerufen. Ja klar. 304. Okay, also eine Gang hat es übernommen. Okay, alles klar. Na klar, holen wir jetzt das Zeug. So, und rein da. Das heißt 304. Ach kommt, wir fangen da mal an. 304, das ist das erste, was wir haben. Okay. Machen wir die Tür auf, gucken wir da mal rein. Oh! Ja, cool. Nicht. Nicht cool. Gar nicht cool. Ja, dann. Oh ja, das braucht also auch noch kräftig. Alles klar. Wir brauchen die Dobermann-Drohne. Hoffen wir mal, dass wir ein bisschen uns entzerren können. Alles klar. So, und dann Adrenalinpumpe an. Wir gehen in die Handraisers und dann... Okay, was sind denn das für dicke Skorpione da? Wahnsinn. Alles klar. So, Alger. Nee, das ruft nach Insektenvernichtung, weißt du? Hier. Rapöttel, genau. So sieht das aus. Aha. Ja, die Line of Sight ist blockt. Verstehe ich. So, okay. Ui. Die haut aber auch rein. So, na komm. Das darfst du, du bist am kräftigsten getroffen worden. So, müssen sie mal heilen. Plus 19, sehr gut. Aha. So. Na, das war's, alles klar. Oh Mann. Ja, das hätten wir vielleicht vorher. Okay. Das ist Wahnsinn. Kommt denn auf die Idee, so einen riesen Skorpion zu sich zu halten? Naja, was soll's. Verrückte Leute. Okay. Hier ist nichts. Was steht denn da? Kann man nicht lesen. Keypad. Tja, was auch immer das... Keine Ahnung. Nee, habe ich keine Ahnung. Nee, keine Ahnung. Okay. 304. Das ist hier das Zimmer von Silke.
Gucken wir mal, ob wir da rein können. Da können wir schon ein paar Sachen, das habe ich doch vermutet, mitnehmen. Kretsticks. Ja. Oh, die wird uns sehr dankbar sein. Teddybär. Teddybär ist wichtig. Und ein Kochbuch. Mhm. Alles klar. Ja, das kriegt sie wieder, auf jeden Fall. So, was ist, geht hier so? Was geht los da rein? Mhm. Destroyed Floor. Alles klar. Wir haben ja gesehen, dass der zweite Stock nur für Angestellte war. Insofern hüpfen wir da mal runter. Okay, und der Mann ist natürlich jetzt auch ein bisschen... Wundert sich, was hier so los ist. Ja, was ist hier los? So, haben wir schon wieder mal ein Karma bekommen. Okay, 401 den Code, 5870. Okay. Das ist unser nächster Hinweis. In den vierten Stock. Okay, was ist hier so los? Ist hier was drin? Können wir hier was anfassen? Bisschen Grabbelei? Nee. Tür versperrt. Da ist die Tür offen. Hui. Okay. Und zack, in die Drohne rein. Ja, und dann machen wir doch direkt ein bisschen Spielerei. Und geben der Tante weiter auf der Omme. So, huh? Können wir hier noch wen heilen? Nee, ne? Die sind alle... Die sind leider alle... Tja. Gut, dann gehen wir ihn mal in die Mitte und dann können wir... Oh, das stimmt. Die haben noch nur einen. Das ist interessant. Okay. Auch eine Kalaschnikow dabei. Alles klar. Ja, auf die Drohne könnt ihr ja draufzimmern, so viel ihr wollt. Die kann man ja wieder ersetzen. Ups. Ja, die ist hinüber gleich. Der kann mal da hoch. Daneben! Schade. Mhm. Sehr gut. Sehr gut. Na, schade. Okay. Der flüchtet da hinten hin. Die ist flankiert. Die ist auch nochmal flankiert.
Die Drohne wird schon wieder getroffen. Okay. Ziehen wir die mal gerade hier rüber. So, dann kann die Drohne nochmal schießen. Trifft leider nicht. Schade. Da heilt er einmal. Und dann gibt es ein Aiming auf die gute Glory. Und dann moscht die sich hier mal ein bisschen durch die Ecke. Na. Sehr gut. Daneben. Ah, da kommt einer raus. Okay. Boah. Rapöttel, sage ich da nur. Scharfschützengewehre scheinen nicht so erst zu sein. Na. Ist das hier geskriptet, dass ich das nicht treffe, oder wie sehe ich das? Okay. So. 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 Gut. Sehr schön. Okay. Das ist gut, dass wir hier noch die HP ein bisschen... Gucken wir uns mal die Administration-Geschichte an. Guest Register, sehr gut. Green Winters. Green Winters. Okay. Quatsch. Nee, das habe ich nicht, das Passwort. Okay. Alles klar. Mhm. Ja, komm mal. So, was geht hier so ab? Was ist das denn? Das Key. Mhm. Hausmeisterschlüssel. Hausmeisterschlüsselbund. Ja, das ist ja nicht verkehrt. Das können wir ja mitnehmen. So, gucken wir mal, was hier so los ist. Ich glaube aber, dass es das tatsächlich war, hier in, auf dieser Ebene. Gut. Dann... gehen wir mal auf die vierte Ebene. Welche Codes habe ich denn jetzt? Das ist ja ganz praktisch, dass man sich die nicht zu merken braucht, weil die hier drin stehen. So, das ist 5870. Dann nehmen wir den nochmal. So, sehr cool. Und da wird gekämpft. Alles klar. Ja, hallo! Wir stehen natürlich sehr nah dran. Das ist nicht so cool. Ja, 83, komm. Mhm.
Na. So. Okay. Ja, gehen wir mal hier rein. Da. Blöd. Oh, zwei sogar schon. Ist klar. Ja, das ist jetzt Zeit für unsere Drohne. So, da ist sie auch schon. Ja, machen wir ein bisschen Druck. Das scheint eine private Cyberklinik hier gewesen zu sein, ne? So, von der ist sie flankiert. Dann rennt sie mal da hinten hin. Ja, die Flanke reinlaufen würde ich ungern jetzt. Kann natürlich sehr gut zielen hier. Tja. Nicht. Ja, das ist gut. Sehr cool. Okay. Medikit brauchen wir nämlich auf jeden Fall noch. Gucken wir hier mal gerade rein, was hier noch so los ist. Ja, die haben hier eine verdeckte Cyberklinik gemacht. Reingesetzt. Na cool. Ja, Wartung. Gucken wir mal rein. Da haben wir jetzt den Schlüssel von gefunden. Eine Granate. Ja. Why not? Nehmen wir mit. Granaten nehmen wir mit. So. Okay, was ist hier noch so drin? Ist nichts. So, und das ist das Zimmer von Green Winters. 1989, glaube ich. War das richtig? Ja. Das war richtig. Dass sein Geburtsdatum ist, dann wäre ich immer noch älter. Ach Leute, es ist doch nicht schön. Naja gut, ich bin eigentlich niemand, der seinem Alter hinterher trauert. Oder das befürchtet. Oh, das sieht doch sehr nach... Ja, alles klar. Es scheint irgendwas in der Matrix los zu sein, dass diese Decker alle drauf gehen. Oh. Das heißt, er ist durchgebrochen.
Oh Mann. Das war Green Winters. Okay. 91612. Die Paintings an. Ach, er war im Harz unterwegs. Ping hat mir letztens noch gesagt, ich sollte mal in den Harz fahren, um dort ein bisschen Urlaub zu machen. Der Harz schön ist, man weiß es nicht. Ich war noch nicht da. Einfach mit. Wissen wir. Okay. Alles klar, dann. Gehen wir mal dran. Okay. Okay. Blitz. Na, ist ein Decker, der ziemlich, sich ziemlich wichtig. Ah, wir tun mal so, als würden wir ihn kennen. Okay, und ein ziemlich aufgeblasener Typ. Der gute Blitz. 505. Okay, gut. Ist zwar optional, aber würde ich mitnehmen wollen. Gucken wir mal hier rein. Denn das scheint mir auch... Ja, okay, da kommen wir noch nicht rein. Gut, gut. Auch in die 404 kann man nicht rein. Die 403. Gut, dann bleibt im Grunde genommen nur die 1 noch zu begutachten. Da waren wir, da waren wir, da waren wir. Da müssen wir gleich hin. Also gehen wir mal ins erste noch. Gucken wir, was wir da noch so finden. Ob wir da noch was finden. So. Hallo, wer wohnt denn hier? Assis raus, Atzen rein. Personal Terminal. Tja, jetzt wäre ein Decker natürlich cool zu haben. Aber wenn der Blitz da mitkommt, hätten wir ja einen Decker, den ich da gleich mal dran tun kann. Oh, bisschen Nuhien, das ist cool. Uns mal die Wartung hier an. ...82, immerhin. Schon mal 300 Nuyen mehr. Und ich habe ja nur 5 verbraten, um die Aufmerksamkeit der hübschen Elfenlady da zu kriegen. Insofern ist das doch ganz prima. So, was macht hier... Das Klo. Da ist nichts am Klo. Da ist Crumblin' Wall. Okay. Können wir da nicht die Eiger so lange, also als Rambock mit ihren Hörnern gegenstoßen, bis die durch ist, die Tür? Ich wäre da sehr für. Ja, komm. Genau, habe ich doch gedacht. Ja, ich bin ein... Ich bin so feminin. Ja. So feminin. Pum.
alles klar. Naja, ich sollte kein... ich sollte ja kein sexistisches Frauenbild aufmachen. Frauen immer nur so schmal und so. Na gut, wenn sie sich wohlfühlt. Aber Angst haben sollte man von einer Frau nicht, finde ich. Naja, gut. Ja, das ist jetzt wahrscheinlich auch total mein Problem, ne? Ja. Dass ich einfach nicht mit starken Frauen zurechtkomme, wenn die auch 5 Hörner auf dem Kopf haben und so groß sind und so, ne? Ja. Okay, lassen wir das. Mhm. Bathroom Code. Okay. Sind wir im 3. Stock nicht ins Klo, nicht aufs Klo gekommen? Das stimmt, da sind wir nicht aufs Klo gekommen. 2, 4, 7, 8, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Dann gehen wir nochmal gerade dann aufs 3. So, was geht hier so ab? Da ist was zum Mitnehmen. Bewohner Trauma Kit, cool. Ja, das können wir doch brauchen. Ist doch sehr gut. So, alles klar. Gucken wir mal, wer hat denn noch keins? Er hat beispielsweise... Ach, er hat eins, aber sie hat keins. Und sie hat... Okay. Gucken wir mal, ob wir das Alger geben können. Können wir nicht, ne? Das zwischen den... Geht das irgendwie? Die Steuerungstaste gedrückt halt oder die Shift? Nee, das geht nicht. Putsch. Ich daneben klicke, geht auch nicht. Okay, alles klar, dann müssen wir jetzt damit so zurechtkommen. So, aufs 3. aufs Klo und dann aufs 5. Dann aufs 5. So. 2, 4, 7, 8. Dankeschön. Alles klar. Ja, der scheint hier ein kleines Meth-Labor zu haben, ja? Alles klar. Ah, Jazz. Okay, nehmen wir mit. Gut, und dann nehmen wir jetzt den 5. Stock. In der Hoffnung, da den Blitz mitnehmen zu können. Gucken wir mal gerade rein, was war denn der Code da auf dem 5. Ja, Silkes Zeug, okay. So. Oder gehen wir erstmal nochmal zurück in den Club, weil wir ja nicht wissen, ob wir uns später da... Ja, ich gehe erstmal Silke ihr Zeug bringen. Da kriegt das Silke das Zeug, ne? So. Hier Silke, nimm's das Zeug. Freust du dich, ne? Hier, komm. Okay. Okay, wir sind das Zeug auch los. So, warte mal. Vielleicht kann ich ja hier mal mein Karma einsetzen, denn ich wollte ja sowieso Intelligence in Biotech reingehen. Und ich glaube, ein Biotech reicht schon, ne? Damit ich ihr was anderes anbieten kann. Schade. Echt schade. Okay, schade. Habe ich vergeigt. Naja. Ach Mensch. Ach, das ist schade. Na gut, so ist es halt. Und wieder hoch.
und auf die Penthouse Suite. Okay. Ja, durch die geschlossene Tür zu flüstern ist total klug. Vielleicht sollten wir uns doch lieber einen anderen mitnehmen. Naja, okay, komm, Eumel. Dann müssen wir auf dem ersten noch den Safe aufmachen. Mhm. So, okay. Jetzt machen wir erstmal unten auf dem ersten. Hier sind hier nur am Hoch und Runter und links und rechts und oben und unten. Okay, direkt mal hier den Safe auf, denn vielleicht brauchen wir das, was da drin ist, ja für... Access Safe. Mhm. So, da ist der Safe nämlich auch schon auf. So, was haben wir denn? Cool! Ares Predator mit Smartlink. Mhm. Ja, tun wir schön in die Dingensbums, können wir verkloppen. Gibt Geld. Und wir wollen ja eine neue Drohne haben. Insofern, wenn wir da schon mal 250, hätten wir 350, fehlen uns noch 250. Das wäre doch ganz cool. Alles klar. Ja, Geronimo! Geronimo? Aha, was ist hier? Cool, das brauchen wir natürlich. Drone Repair Kit. Mhm. Das ist nichts. Ja, das ist natürlich schon ein bisschen schicker hier, ne? Mit diesen großen Suites. Oh. Okay, okay. Na, wenigstens haben wir ein bisschen Deckung. Das ist ja schon mal was. So. Mhm. So, der kommt gleich. Die Drohne rubbelt hier runter. Rubbel, rubbel, rubbel. So. Hm. Pum. Genau. Die gute Glory... gloriert sich darunter. Bumm! Der Schaman, die Schamanen-Schabracke. Schafen, wenn du das siehst, wir brauchen die Schamanen-Schabracke. So. Und dann nehmen wir mal den hier. Hm, cool. Ja, das ist doch cool. Ganz hinten durch. Das ist das Schöne an den Scharfschützengewehren. Die mag ich deswegen auch so gerne. So, der hat eine... Tja, alles klar. Der ist natürlich... Hm. Na gut, gucken wir mal. Der steht da ja. Cool. Problem. Was ist das Problem? Problem ist, dass wir höchstwahrscheinlich da jetzt eine fröhliche Granate reingeschmissen kriegen. Na, warten wir mal ab. So, nehmen wir mal auf die gute Glory. Nein, auf die Eiger. Das noch drauf. Ja, das war vorher zu sehen. Gut, wir müssen zuerst auf ihn. Dann nehmen wir hier auf die Verwundung. Die gute rennt hier runter. Und kloppt ordentlich drauf. So, dann nimmt die Eiger, hat er jetzt den Bonus. Genau. Und sehr gut. Ja, und der ist halt mit dabei. Die Drohne rubbelt hier runter. Rubbel, rubbel, rubbel. Und dann ist das auch schon. Alles klar. Gut, machen wir hier mal gerade auf. Gucken wir gerade da rein. In der Hoffnung, da herauszufinden, was hier vielleicht noch Hübsches drin ist. Ist da noch was Hübsches drin? Ja, das ist natürlich sehr schick. Oh, da kriege ich direkt Lust aufs Duschen. Hm? Jemand mitmachen? Tralala. Ach ja. Immer die Gedanken auch, die man so im Kopf hat, ne? So. Eieiei.
Alright, here we go. Tap, 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 tap. Ey, yo, balla. Kann er... Ah, ja, toll. Hm, super. Ach, und das ist eine Klasse A. Och. Heide Witzka, Herr Kapitän. Mhm. Gut. Das machen wir mal so. Drohne an. Und Fox hier rüberstellen, denn das hat überhaupt keinen Sinn, ihn draufgehen zu lassen. So, heilen. Sehr cool. Aha. Ja, was machst du denn jetzt? Du machst gar nichts, ne? Du freust dich einfach deines Lebens, okay. Schade, das habe ich jetzt leider ein bisschen... Oh ja, hallo! Mhm. Ich hoffe, dass die bald mal Dingens kriegt. Hier, Überwachung. Denn das wäre schon wichtig. Okay. So. Ja, du hast ja noch... Hast du noch einmal drauf. Der Troll. Aua, nicht auf die Drohne. Manno. Voll gemein. So, und der schießt hier durch die Wand durch. Ein wunderbarer Glitch. Mhm. Tja, ich könnte einen Spirit summon. Ach komm, was kostet die Welt? Mhm. Kleine Drohne trifft nicht. Doof. Jetzt stehen wir direkt daneben, leider. Und das ist natürlich für ein Scharfschützengewehr nicht cool. Das ist klar. Na gut. Na, wenigstens. Wenigstens trotzdem getroffen. Okay. Oh. Was macht der hier? Roundhouse-Kicks oder was? Sehr cool. Alles klar. Gut, wir sind schon ziemlich angeknuspert, leider. Ist hier denn noch was drin? Nee, da ist nichts mehr drin. Müssen wir da mal aufmachen. Okay, ach, da ist eine Drohne. Cool. Was mich ein bisschen wundert mit der Drohne. Ja, komm, tun wir in den Stash, was soll's. Was macht die da, die Drohne? Open Safe. Cool, wir haben jede Menge Zeug mit. Oh! Hm. Nitro, Willpower, Strength, Charisma. Ja, tut das auch in einem Stash, können wir im Zweifelsfall verkaufen. So, was ist mit dieser Drohne und was ist hier los? So eine coole Drohne bekommen. Kann ich die jetzt anlegen später? Da wäre ich aber für. Das fände ich aber cool. Gehen wir jetzt hier raus. Return to Kreuzbazar. Das ist alles abgearbeitet. Haben wir alles abgefrühstückt. Cool. Mal kurz mal rein. Quickness. Rifle. Kriegen wir noch was dazu? Ja, oder ich warte lieber noch. Ich warte lieber noch. Wir haben ja jetzt nicht mehr zu kämpfen. Insofern gucken wir mal ab.
Warten wir mal ab, wie viel wir dann noch kriegen. So, da geht es weg. Habe ich jetzt alles? Vergesse ich gerade irgendetwas? Wir waren auf dem ersten Stock. Wir haben mit Silke gesprochen und es vergeigt. Ich glaube, das war's. Da war auch nichts mehr mit dem. War da noch was? Nee, war nichts mehr. Alles gut. Ja, dann. In den Club und zurück zum Kreuzbazar. Können wir echt nicht mit Silke sprechen? Nee, ne? Was wir sehen, ist der hübsche Kerl hier unten. Wieso die so angezogen ist. Naja gut, lassen wir das mal weg. Na komm, was soll's. Nehmen wir ihn halt mit. Aber einen Rigger brauchen wir eigentlich nicht einen zweiten. Naja, gucken wir mal. Alles klar. Das hat doch auch sehr gut funktioniert, soweit. Leute, das war's auch schon wieder. Wir gehen zurück zum Kreuzbazar, haben da einige Sachen zum Ausgeben und neu beschaffen und sowas. Das machen wir in der nächsten Folge. Ich danke euch sehr fürs Zusehen, freue mich über einen Daumen nach oben, nach unten, nach links oder nach rechts und über einen Kommentar sowieso. Wünsche euch einen tollen Tag und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!